wie man in dem Film von Stefan Georg Troller über Paris wieder vernehmen konnte, gibt es auch intelligente Frauen. Aber es wäre mir niemals gelungen, eine solche zu überzeugen oder einzufangen für das Projekt der Strukturausziehung des Phänomens des Tödlichen zu gewinnen. Sie sind viel zu clever und programmiert darauf, alle ihre Intelligenz und Mut und Chuzpe und Vorsicht und Cleverness dafür einzusetzen, das Problem, das Hotel der Unsterblichkeit zu bewirtschaften, das Adyton, das Heil Allerheiligste zu hüten und die spezifische Selektion zu vollziehen, jene Chemie zu finden, in dem die Diversifizierungsprodukte dann die möglichst größte Variationsbreite wiederfindet, um sich als noch aber witzig neu sensationelleres Ergebnisprodukt dann zu reproduzieren.